Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Auswandern nach Polen. Ja, mein Name ist Francisco, auch liebend gern hier in Polen Franek genannt. Um was sich dieses Video handelt, habt ihr sicherlich im Thumbnail schon gesehen. Ansonsten erzähle ich es euch gleich nach meinem kurzen Intro. Also bleibt dran! Willkommen oder auch willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal von Auswandern nach Polen. Ja, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Franek, wie ich hier gut und gerne in Polen genannt werde. Und dieses Video geht um gute Gründe zum Auswandern und zwar jetzt. Ich möchte euch in diesem Video einmal erklären, warum es Zeit wird, Deutschland, Österreich, Schweiz zu verlassen. Beziehe mich jedoch in diesem Video auf die deutsche Seite. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, das Glöckchen drückt, einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar. Das hilft nicht nur mir, sondern auch meinem YouTube-Algorithmus, um diesen Kanal für alle Polenliebhaber und möglicherweise künftige Auswanderer in dieses schöne Land Polen hier vorzuschlagen. Also bleibt dran, es geht jetzt los mit den guten Gründen, warum es jetzt Zeit ist, nach Polen auszuwandern. So, jetzt möchte ich euch die guten Gründe etwas näher erläutern, warum ihr noch heute die sieben Sachen packen solltet und Deutschland verlassen solltet. Dieses gilt natürlich auch für Deutschland, Schweiz und alle anderen Länder. Aber ich beziehe mich jetzt in diesem Video mehr auf die deutsche Seite. Also, warum solltet ihr noch heute die sieben Sachen packen und auswandern? Da spricht vieles dafür. Gehen wir mal die Energiekosten durch. Wie viel zahlt ihr eigentlich Strom pro Kilowatt? Oder wie viel müsst ihr Abschlag zahlen? Und habt ihr das mitgekriegt? Egal wie viel Abschlag ihr in Deutschland bezahlt, am Ende des Jahres bekommt ihr immer eine kräftige Nachzahlung. Ja, dasselbe ist auch mit Gas. Weil viele Wohnungen werden in Deutschland auch noch unter anderem mit Gas betrieben. Dieses betrifft Warmwasser sowie auch die Heizung. Auch dort ist der Abschlag, der monatliche Abschlag, den ihr zahlen müsst, die Preise, die gehen enorm hoch. Ja, und jetzt wird mittlerweile gesagt gehabt, ja, es liegt an der Krise zwischen der Ukraine und Russland. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Die Preise sind doch schon letztes Jahr enorm gestiegen, vorletztes Jahr. Die Preise, die steigen und steigen und steigen. Und die Deutschen, beziehungsweise die deutsche Regierung sucht immer wieder Ausreden. Ja, wie gesagt, auch die Grundnahrungsmittel, die Preise, die steigen ohne Ende. Das Einkommen bleibt natürlich überall gleich, hier in Polen natürlich auch. Ja, auch wenn das Gehalt pro Jahr immer leicht angehoben wird, auch die Lebensmittelkosten, auch Gas, Strom, Benzin und Diesel wird natürlich auch teurer, aber nicht so wie in Deutschland. Ja, wie teuer ist der Liter der Benzin jetzt in Deutschland? Der liegt ja schon weit über 2 Euro. Ich habe schon also viele Bilder bekommen. Aus Berlin von einer Aral-Tankstelle hatte ich ein Bild bekommen gehabt. Da kostete der Liter super, ja, 2,28 Euro. Ja, also 2,29 Euro. Und das ist noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Die Preise, die steigen überhaupt noch weiter. Und keiner weiß mehr, wo eigentlich die Schmerzgrenze ist. Und Lebensmittel. Wie sieht das bei euch eigentlich aus in den Regalen? Bei euch im Aldi-Markt, Netto-Markt, Penny, Rewe oder sonst irgendwo? Bekommt ihr da eigentlich noch Speiseöl? Bekommt ihr da noch Mehl? Bekommt ihr da noch Nudeln? Ja, schreibt das doch mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht und in welcher Stadt es so aussieht. Ja, natürlich würde ich auch dankbar sein, wenn ihr mir Bilder schicken würdet. Ja, mit Ort und Datum. Natürlich den Namen des Geschäftes. Ihr bleibt natürlich anonym. Ich werde euch natürlich namentlich nicht nennen. Ja, E-Mail-Adresse unten auch in der Videobeschreibung. Ich möchte wirklich wissen, wie es bei euch aussieht, die Lebensmittelregale.
Tja, und im Gegensatz zu anderen EU-Ländern hat Polen es wirklich verstanden, das Geld klug in die richtigen Bereiche zu investieren. Und zwar in den Ausbau der Infrastruktur sowie die Wissenschaft und Forschung. Das schafft attraktive Arbeitsplätze. Wenn ihr auf der Suche nach Arbeitsplätzen hier in der Republik Polen seid und ihr lebt schon in Polen, ja, unten in der Videobeschreibung einmal eine Internetseite verlinkt, wo ihr wirklich Arbeitsplätze suchen und auch finden könnt. Ja, Arbeitsplätze auch für Deutschsprachige gibt es hier wie Sand am Meer. Außerdem hat Polen sehr viel zu bieten. Die Ostsee im Norden, Berge im Süden und eine vielfältige Natur dazwischen. In Polen gibt es europaweit die meisten Seen, die ihr hier auf eurer Rundreise in der Republik Polen immer wieder besichtigen könnt. Die Geschichte und Tradition treffen auf moderne Großstädte. Kein Wunder, dass das Land immer beliebter wird. Ja, was noch für die Republik Polen spricht, ist nicht nur das schöne Land und die ganz vielen Seen. Nein, es ist auch die Gastfreundlichkeit. Die Polen sind sehr gastfreundlich, sind sehr, sehr hilfsbereit, helfen bei jeder Lage. Auch wenn ihr zum Beispiel kein Polnisch könnt oder nur Bruchstücke Polnisch könnt oder auch Englisch und euer Gegenüber spricht auch nur gebrochenes Englisch oder gar kein Englisch, verständigen, das klappt immer. Wenn ihr nach Straße fragt und die Person kennt die Straße und kennt den Weg, wird der Pole euch das irgendwie erklären können, mit Händen und mit Füßen. Und es gibt natürlich noch viele, viele weitere Vorteile hier in Polen. Es ist zum Beispiel das Essen. In Polen gibt es sehr gutes und leckeres Essen. Unter anderem gibt es ja das sogenannte Nationalgericht bzw. Nationalgerichte. Das ist einmal Bigosch. Das wird überwiegend zur Winterzeit gegessen. Ja, man, was viele sagen, das ist Resteessen. Ja, es ist kein Resteessen, wenn es richtig gut zubereitet ist. Es schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Es ist wie in Deutschland zum Beispiel der Grünkohl. Der schmeckt am besten natürlich im Winter. Und hier ist das mit Bigosch auch so. Bigosch sollte man eigentlich im Winter essen. Ja, man sollte es heute kochen, morgen nochmal kräftig durchkochen und dann übermorgen oder übermorgen dann erst essen. Dann schmeckt es am besten. Dann gibt es hier natürlich auch die Pierogi. Pierogi können gefüllt sein mit Kraut, kann gefüllt sein mit Kartoffeln und Spinat. Es kann mit Käse sein, es kann auch mit Fleisch sein. Also wunderbar. Natürlich hausgemacht. Der Teig muss hausgemacht sein. Und Pierogi sind, ich sag mal, gefüllte Teigtaschen. Ich will jetzt nicht sagen, vergleichbar mit Ravioli, aber kommt der Sache doch schon etwas nah ran. Natürlich wird keine Tomatensoße dazu serviert. Aber Pierogi ist beim nächsten Besuch auf jeden Fall mal eine Verkostung wert. Pierogi gibt es das ganze Jahr. Wie gesagt, Kartoffeln mit Käse, Spinat, mit Krautsalat, mit Fleisch. Einige haben sogar Champignonsfüllung. Ja, also es gibt verschiedene Varianten und die schmecken wirklich alle super lecker, wenn sie wirklich hausgemacht sind. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch Borsch. Borsch ist die rote Beetesuppe, die es in verschiedenen Variationen gibt. Überwiegend, ich esse diese Suppe, ich esse Borsch nur, wirklich nur einmal im Jahr. Und das ist dann Heiligabend. Das ist dann das erste von 12 Gerichten. Obwohl ich Borsch nicht wirklich mag, es schmeckt jedes Jahr immer wieder anders. Es kommt immer darauf an, wo wir feiern, wer dieses zubereitet und nach welcher Tradition Borsch zubereitet wird. Mal schmeckt es mir, mal nicht so gut und mal überhaupt nicht. So, und das waren jetzt, ich sag einfach mal, meine persönlichen Vorteile, die das Auswandern nach Polen wirklich lukrativ machen.
Das sind aber nicht die Gründe, warum ich nach Polen ausgewandert bin. Es waren nur einige: die Gastfreundlichkeit des Landes, die Hilfsbereitschaft und einfach ein neues Leben zu beginnen. Wenn ihr auch bereit seid, nach Polen auszuwandern, ja, dann verpasst nicht das nächste Video. Das nächste Video ist nämlich jetzt am Dienstag zur gewohnten Zeit, 18 Uhr wird dieses veröffentlicht. Und zwar, was ist zu beachten, wenn ihr hier in Polen ankommt? Ihr werdet zwar mit offenen Armen empfangen, ihr seid herzlich willkommen, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, ihr müsst natürlich einige Dinge wirklich erledigen innerhalb der ersten 90 Tage. Weil 90 Tage, also 3 Monate, könnt ihr hier ja als Tourist in Polen bleiben. Wenn ihr euch aber hier niederlassen wollt, müsst ihr einige Dinge wirklich erledigen. Und wenn ihr hier auch arbeiten wollt, auch da gibt es etwas zu machen. Ich sage jetzt schon mal, der Weg ist das Ziel. Und das Ziel sollte doch die Republik Polen sein, weil sonst würdet ihr euch dieses Video doch nicht anschauen. Oben in der Ecke ist noch aber verlinkt, und zwar 3 Gründe, die gegen Polen sprechen würden. Ja, nicht aus eigener Erfahrung, wobei aus eigener Erfahrung ja, und auch von einigen anderen Auswanderern, die mir auch gesagt haben, ich habe es mir nicht so kompliziert vorgestellt. Ja, wenn ich gewusst hätte, es wäre so kompliziert gewesen, ja, wäre ich in ein anderes Land ausgewandert. Ja, also deswegen erschreckt euch nicht. 3 Gründe, die gegen ein Auswandern sprechen könnten. Ja, schaut euch das trotzdem an. Und für dieses Video, falls ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und lasst doch mal einen Kommentar da.